早上好，中国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就比冰淇淋，速度与激情就我最喜欢，所以现在是音乐时间。Dieses Video wird euch präsentiert von Conflict of Nations, dem kostenlosen Online Grand Strategy Game für das Smartphone und den PC. Conflict of Nations ist ähnlich wie Heu 4 ein militärisches Strategiespiel, angesiedelt um das Jahr 2000 herum. Wähle eines der realen Länder unserer Zeit. Erstelle deine Armee aus vielen verschiedenen Einheiten wie Panzern, Jets oder Atom-U-Booten und kämpfe gegen bis zu 128 andere Spieler in spannenden Echtzeitschlachten. Ganz egal, ob am PC daheim oder am Smartphone unterwegs. Worauf wartest du noch? Klicke auf den Link und erhalte 13.000 Gold sowie einen Monat lang gratis Premium. Also beeil dich, solange dieses Angebot gilt, und lade dir Conflict of Nations kostenlos runter. Ihr habt ja mal absolut übertrieben. Auf das letzte Heu 4 Video haben wir beinahe 10.000 Likes erreicht. Und selbst auf einen dummen April-Scherz haben wir 7.500 Likes geschafft. Ihr habt euch dieses Video also mehr als verdient. Ich könnte mir jetzt bestimmt ein lächerlich hohes Like-Goal ausdenken und ihr würdet es bestimmt wieder irgendwie erreichen. Aber sagen wir einfach mal, das nächste Heu 4 Video erscheint dann bei 5.000 Likes auf diesem Video. Ich weiß, ihr könnt das schaffen. Und hoffentlich habe ich dann bis September Ruhe von Kommentaren, die nach Hearts of Iron fragen. Wie ihr vielleicht schon am Titel oder dem Thumbnail erraten konntet, spielen wir heute endlich das unaussprechliche Land. Für das ich bestimmt wieder geschämt werde, aber wisst ihr was? Es ist mir egal. Zuerst möchte ich euch einen netten Trick zeigen, wie ihr das Achievement mit Mao die Volksrepublik zu gründen ganz einfach bekommen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist es, eure Hearts of Iron 4 Version auf Steam ein paar Versionen zurückzusetzen und ich glaube, es ist die 1.54 Version, kurz nach dem Release von Waking the Tiger. Wie ihr schon im Startmenü erkennen solltet, dieses DLC dreht sich rund um Japan und alle Länder, die es angreift. Und aus irgendwelchen Gründen noch wieder Deutschland. Ganz wichtig, da Hearts of Iron 4 Achievements großen Wert auf eure Startnation legen, müssen wir als Communist China starten. Iron Man Mode natürlich an und Historical AI Focuses sind ziemlich egal. Alles, was ihr für dieses Achievement, welches gerade einmal 2,5% aller Spieler besitzen, tun müsst, ist es, alle Startprovinzen von China zu besitzen. Wie können wir nun aber als diese Startnation, die nicht viel mehr als ein paar Berge ist, komplett China vereinigen und das noch in 1936? Tja, das ist ganz einfach. Zunächst einmal geht ihr auf eure besetzten Territorien und gebt es an China zurück. Wie ihr sehen könnt, existieren wir nun nicht mehr. Wir haben uns quasi unterworfen. Kommunismus ist gar nicht so cool. Was ist, wenn das Ganze allerdings ein Call of Duty Black Ops Plot Twist wäre und wir China nun von innen heraus zerstören? Nun, zunächst einmal observieren wir das Ganze, ja? Wir beobachten andere Länder. Unter anderem schauen wir uns vielleicht einmal Shibei Sanma an. Die tun gut, aber was ist, wenn wir die Kontrolle darüber übernehmen? Ha! Plötzlich spielen wir das Land. Ist das nicht seltsam? Wir können ihre Armee kontrollieren und wir können sie zum Beispiel an die Grenze zu China stellen. Oder wir gehen in die besetzten Territorien und kapitulieren an China. Wow, ein Wahnsinn. Schauen wir uns doch nochmal ein anderes Land an. Was ist zum Beispiel mit Xinjiang? Ha, seltsam. Auf einmal sind wir Xinjiang und was können wir tun? Nun ja, wir können alles, was wir besitzen, an China übertragen. Ein Wahnsinn. Ich denke, an diesem Zeitpunkt wisst ihr, was wir tun werden. Wir schauen uns an, was die Guangxi-Clique so treibt. Unsere kommunistischen Spione werden aber veranlassen, dass das Land einfach, ja, ihr habt es schon erraten, wieder zu Großchina gehört. Und dasselbe machen wir im Prinzip mit Yunnan und natürlich auch Shaanxi. Damit haben wir ein ziemlich großes China, das ein klein wenig aussieht wie ein Chicken Wing, wenn ihr mich fragt. Seht ihr, als ich gesagt habe, dass wir es von Spionen infiltrieren lassen, war das kein Witz. Wie sieht es also aus, wenn wir den politischen Anführer einfach töten und einen kommunistischen Coup von innen heraus planen? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum sich die Situation jetzt reversed hat. Allerdings sind wir jetzt der chinesische Chicken Wing.
Aua, da musste ich dann leider doch noch was zensieren, damit das Video für meine Zuschauer in China verfügbar bleibt. Ich bin ja hier für den epischen Social Credit Score Grind. Aber im Wesentlichen ist das, wie ihr den Bürgerkrieg gewinnt und die Volksrepublik in 1936 gründet. Damit gehört ihr jetzt auch zu den 2,5%. Oder vielleicht hebt ihr die sogar auf 2,6% an, wer weiß. Viel lustiger wird das Ganze aber, wenn ihr euren Spielstand in eine neuere Version exportiert. Denn sind wir einmal ehrlich, Hearts of Iron 4 4 Man the Guns war... ziemlich scheiße. Unter anderem gibt es jetzt War Support und Stability statt National Unity. Das wurde vielleicht schon davor ersetzt, ich bin mir gerade nicht sicher. Was es aber auf jeden Fall neu gibt, das ist das Versorgungssystem und Öl. Denn davor, da fuhren deutsche Panzer wirklich, einfach nur mit Liebe und gutem Gewissen. Damit habt ihr im Wesentlichen jetzt aber einen erleichterten Einstieg ins Spiel als die Volksrepublik. Oder zumindest auf dem Weg dorthin, denn offiziell heißen wir ja noch nicht so. Klar, Japan würde euch den Krieg erklären, oder ihr erklärt Japan den Krieg, wie ihr wollt, aber so wie das aussieht, ist das kein großes Problem mehr. Ihr könnt jedenfalls ganz viel Infrastruktur und Civilian Factories jetzt bauen und müsst euch keine Sorgen darüber zu machen, diesen seltsamen Pfad da im Focus Tree entlang zu gehen, wo ihr dann eine Provinz nach der anderen von euren Nachbarn wegstehlt. Es ist ein bisschen unspaßig. Erinnert mich immer an den Focus Tree, den die Türkei mit dem letzten DLC bekommen hat, denn der ist unfassbar lang und bis 1942 erreicht er erstmal gar nichts und dann ist das Spiel sowieso schon vorbei. Also sind wir mal ehrlich, das ist potenziell der perfekte Start für alle, die das Spiel gerne spielen, aber keine Lust haben, bis 1943 im Krieg gegen Japan festzustecken. Ich denke, ich hole mir zunächst ein paar Research-Slots und dafür muss ich hier entlang gehen. Das ist auch bitter notwendig, wenn man nur mit zwei Slots startet und wir haben nicht mal richtige Waffen. Großartig. Können wir es uns leisten, die zu erforschen? Ja, ich schätze schon. Tatsächlich, wie viele Fabriken haben wir? Mehr als 15? Wie viele insgesamt? 19. 19 Militärfabriken zum Start. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, das ist mehr als Deutschland hat. Kann das sein? dafür können wir nicht viel produzieren, außer Erste Weltkriegswaffen und Messer. Mit einem habe ich zumindest Erfahrung. Nicht länger in die Ecke gedrängt. Das ist das Event, denke ich, das euch den Erfolg auf Steam unlockt und wow, lang lebe die Volksrepublik, ja, aber das ist ein ziemlich netter Debuff, weil wow, wir verlieren hier 15 Division Defense und 10 Recovery Rate. Schade, dafür haben wir eine Industrie, die ganz nett ist, also hey. In Anbetracht der Dinge sollten wir vielleicht eine Armee ausbilden. 17, das sollte für den Anfang reichen und warum habe ich so viel Equipment? Tatsächlich, ich habe das komplette Equipment von allen anderen Kinos, die wir ja next haben, bekommen. Sehr schön. Ich denke, an dem Punkt können wir uns auch eine coole Spy-Agency gründen. Ich brauche nur einen passenden Namen dafür. Ja, das wird Japan nie verdächtig vorkommen. Oh, und wenn ich mir das so ansehe, jeglicher politischer Berater und jegliche politische Reform sind unfassbar teuer. Das heißt, wir sollten das schnell irgendwie wegbekommen. Mir fällt gerade auf, dass es niemanden gibt, der mich dabei aufhält, einfach Shaanxi als meinen Core State wieder zurückzuholen. Ich will ehrlich sein, ich bezweifle, dass sich dieses Land stark wehren wird. Ich denke, an dem Punkt steigen wir einfach mal von Infantry Equipment 0 auf Infantry Equipment 1 um. Jetzt neu mit einer großen Ananas, ganz tief im Meer. Vielleicht hätte ich mir das vorher schon ansehen sollen, aber unsere National Spirits sind fürchterlich. Minus 50% Aufbaugeschwindigkeit und minus 15% Fabrikoutput. Power Struggles ist fürchterlich. Eine geschwächte rote Armee ist grausam. Und niedriger Volkssupport, obwohl wir das Volk sind, ist nicht geil. Für den nächsten Moment allerdings werden wir jetzt aber dafür sorgen, dass wir China verschwinden lassen, damit sich niemand mehr aufregt, wie ich China ausspreche. Ein Angriffsbefehl würde natürlich helfen. Und ich weiß, eure Organisation ist niedrig, nachdem dort aber keine Leute stehen, rennt einfach rein. Danke sehr. Für 50 Political Power können wir sogar unsere Hauptstadt bewegen, warum auch immer. Gut, jetzt wo ich schon angeklickt habe. Ich denke, ich bin ein Fan von Peking oder Beijing oder wie auch immer man es jetzt mittlerweile nennt. Das Nein, das war das Falsche. Das ist nämlich nämlich direkt an der Grenze zu Japan. Oh mein Gott. Es grenzt an drei verschiedene Länder und allesamt in Japan. Oh mein fucking Gott. Sehr schön.
Das war jetzt nicht ganz der Plan, aber ja, das wird schon passen. Okay, ich will ehrlich sein, ich dachte zuerst, ja, wir haben schon wieder so einen typischen Österreich-Ungarn-Run. Dann ist mir aufgefallen, ich habe keine Ahnung, wer zum Fick Wilhelm ist. Aha, lass mich das kurz einmal durchlesen. Der schwedische König, das heißt, Ungarn geht den demokratischen Tree runter. Kann das denn sein? Oh Junge, ich bin gespannt, in welche Richtung Deutschland gehen wird. Demokratisch oder Kaiserreich, das haben wir ja noch nie gesehen. Wisst ihr, ich muss nicht einmal Deutschland selber spielen, damit Deutschland langweilig ist in meinen Videos. Ist doch geil, oder? Japan möchte mir den Krieg erklären und wisst ihr was? Ich denke, ich bin bereit dafür. Die bessere Frage ist Japan bereit dafür? Ja, also ich habe jetzt fast 70 Tage gewartet und dann festgestellt, dass Japan gar kein Kriegsziel gegen mich hat. Also sie haben den National Spirit, Marco Polo Bridge Incident, der ja sagt, hey, deine Angriff und deine Verteidigung gegenüber China sind Trash. Aber sie haben kein Kriegsziel und ich bin mir ziemlich sicher, dass das daran liegt, dass mein Country Tag nicht CHI ist für China, sondern PRC für People's Republic of China. Zwei komplett verschiedene Dinge, Freunde. Missversteht nicht. Das heißt allerdings nur, dass Japan mir nicht den Krieg erklären kann oder zumindest auch nicht gegen mich justified und ich der aktive Part sein muss. Ich wundere mich, ob Mao jetzt auch eine... Nein, wir haben immer noch den gut aussehenden Mao. Mit dieser Strategie könnt ihr also tatsächlich Mao vor seinem Haarausfall bewahren. Großartig. Was zum Fick ist auf der Iberischen Halbinsel los? Oh, ja natürlich, das war noch nicht alles. Was auch sonst. Ja, ganz nebenbei, hat irgendwer von euch schon einmal das neue Feature benutzt, wo ihr Geld dafür bezahlen könnt, damit euer Kommentar ganz oben angezeigt wird und der YouTuber sieht, wie viel Geld ihr bezahlt habt? Das hat letztens irgendjemand bei einem meiner Videos gemacht, also Shoutout an dich, mein Freund, vielen herzlichen Dank. Ich verstehe nur nicht, warum das jemand tun sollte. Ja, wisst ihr, Freunde, ich bin mir nicht sicher, wem ich hier die Daumen drücke. Es ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, es sind beide kommunistisch. Richtig, und ich wünsche euch einfach beiden viel Glück. Möge der beste Kommunist gewinnen. Warum hat Litauen das drittgrößte Stahlvorkommen dieser Welt? Und warum haben sie die sowjetische Flagge? Ja, das wird später auf jeden Fall nicht dazu führen, dass mein Game auf einmal crasht und ich keine Ahnung habe, warum. Ja, das wird Dinge ein klein wenig verkomplizieren. Falls es euch interessiert, das sieht nicht sonderlich gut für Italien aus. Oh, und so wie es aussieht, können wir jetzt für 10 Political Power Japan provozieren und wir schauen einfach mal, was passiert. Erfolgreich! Erklärt Japan uns jetzt den Krieg oder... Ha! Ja! Und jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, bis wir Japan besiegt haben. Oh, aber bevor ich es vergesse, warum nicht? Vielen lieben Dank, England. Ja, ich denke, es sollte niemanden wundern, dass ich gegen ein japanisches Pferd gewinne. Die wichtigere Frage ist, wie viele Japaner kann ich hier encirclen, dass sie nie wieder nach Japan zurückkehren? Ich glaube, an dem Punkt werde ich sie einfach auf aggressive stellen und hoffen, dass ich Japan einfach überrenne. Da sind die Japaner gelandet. Das könnte gefährlich werden, wenn wir sie schnell genug wieder wegbekommen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Das ist mit Abstand eine der furchtbarsten Grenzen, die ich je gesehen habe. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass die UK genau in diesem Run den Suezkanal verliert. Das kann doch nicht sein. Wie schafft es Italien überhaupt, einen Zwei-Fronten-Krieg zu gewinnen? Oder zumindest nicht sofort zu kapitulieren und in Afrika erfolgreich zu sein? Ja, das sind zwei Dinge, die sich normalerweise ausschließen, weil normalerweise nicht mal eins davon gut klappt. Räumen wir das lieber schnell zusammen, bevor das da schief geht. Am besten schauen wir, dass wir sie da jetzt mit einem Push direkt aus allen Häfen rausbekommen, zumindest aus allen, die relevant sind. Und dann sollte das nicht mehr das größte Problem sein. Natürlich, warum auch nicht? Der italienisch-albanische Krieg, man kennt ihn. An wen zum Fick haben die Niederlande jetzt kapituliert? An England? Warte mal, sind wir die Bösen? Schauen wir mal, ob wir es jetzt endlich schaffen, diesen dämlichen Hafen einzunehmen. Und ich glaube, wenn wir das halten können, dann haben wir das geschafft. Am besten marschiert er dann rüber. Danke sehr. Gut, dass die Frontlinien-KI so gut funktioniert. Damit habe ich fast schon gerechnet. Aber wir haben es. Und diesmal sollten wir den Hafen... Vielleicht geht ihr da wieder rüber. Diesmal sollten wir den Hafen eingenommen haben! Oh! War es vielleicht mein Fehler, mit allen Einheiten anzugreifen? Ja. Werden wir diesen Hafen zurückholen? Auf jeden Fall.
denke, damit haben wir ihn erneut. Damit sollte die Versorgung für die Japaner unfassbar schrecklich aussehen. Das kann doch nicht wahr sein, das ist nicht euer Ernst. Wenn das so weitergeht, muss ich nachher noch nach Afrika rüber und aufräumen. Juhu. Ja, so wie es aussieht, war dieser Hafen alles, was die Japaner am Leben gehalten hat in Asien. Klar, sie kämpfen hart, aber wir kämpfen härter. Qing China hat Japan den Krieg erklärt. Oh Junge, das wird spaßig. Gott sei Dank haben sie damit den riesigen Fehler gemacht, die japanische Armee aus ihrem Land zu verscheuchen. Das war im Wesentlichen einfach die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. Es war nicht, womit ich gerechnet habe. Es war auch absolut nicht verdient oder selbst gut gespielt, aber ja. Manchmal ist ein Unabhängigkeitskrieg alles, was man braucht. Das hat gut funktioniert. Damit sehen wir schon ein gutes Stückchen besser aus. Wird noch Zeit, die Japaner aus dem Festland zu vertreiben. So, damit haben wir ganz China von der Kontrolle der Japaner befreit. Nur, den Peace Deal wollen sie mir nicht schicken. Ich wundere mich. Liegt das daran, dass ich sie provoziert habe? Oder dass ich gerade mit den Alliierten in einer Faction bin? Ja, yeah, allem Anschein nach muss ich also drüben landen. Und das heißt, dass ich mir eine Navy aufbauen muss. Das ist der Punkt, an dem Hearts of Iron 4 einfach nur noch eine Depression ist. Italien sieht absolut nicht gut aus. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe Ewigkeiten nicht mehr rüber gesehen, weil das sehr depressiv aussah in Afrika. Aber ja, Italien hat kapituliert und Polen hat Danzig zurückgegeben. Sehr cool. Deutschland wird angegriffen. Warte mal, wozu kam es hier? Moment, ich habe irgendwas verpasst. Die Tschechoslowakei hat Bulgarien den Krieg erklärt. Woraufhin Bulgarien der deutschen Faction gejoint ist. Und jetzt wollen sie Deutschland töten. Ich will ehrlich sein, es sieht nicht sonderlich gut aus, wenn Deutschland casually über die Maginot-Linie drüber geht. So wie es aussieht, können wir die deutschen Einheiten auch tatsächlich zurückpushen. Das ist huge. Das ist episch. Das wow. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ehrlich gesagt sieht das aber gut aus, solange die Deutschen keine Panzer in unsere Richtung schmeißen. Kommen wir mit den Infanteriedivisionen klar, das ist ziemlich nett. Und die KI füllt sogar alle Lücken, die wir hinterlassen. Also, hey, eventuell wird das was mit der Invasion Deutschlands. Ich werde ehrlich mit euch sein. Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich war schon so froh, weil ich wusste, ja, der schwedische Tree, der kann nicht Österreich-Ungarn formen. Und was haben wir jetzt? Wir haben Österreich-Ungarn. Und sie sind tatsächlich auf unserer Seite. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Ich hab keine Ahnung, warum der Anführer von Österreich-Ungarn Schuschnigg ist. Entschuldigung. Aber an dem Punkt, ja, warum nicht? Hauptsache, wir können Deutschland gemeinsam die Fresse eintreten. Und man merke auf ewig, es waren chinesische Soldaten, die den Alexanderplatz gestürmt haben. Aus welchem Grund besitzt England jetzt die Provinz Brandenburg? Es ist endlich vorbei. Das war's. Ich meine zunächst einmal, das habe ich mir an dem Punkt verdient. Okay, abseits davon, dass ich mein Land vereint habe, ich habe Österreich quasi zu einem süddeutschen Staat gemacht. Warum nicht? Schuschnigg würde sich bestimmt freuen. Frankreich hat das Rheinland bekommen, Schlesien ist unabhängig und Polen ist jetzt ein Stückchen größer. Damit verbleibt nur noch ein Land, welches mir ein immenser Dorn im Auge ist. Ich lande endlich. Oh mein Gott, wisst ihr, wie lange das gedauert hat? Ewig. Aber das sieht tatsächlich so aus, als könnte das ein schneller Sieg werden. Hat doch ewig gedauert, um hier zu landen. Klassischer Kampf gegen Japan. Jahrelang passiert nichts und sobald du dann einmal gelandet bist, dann kann es sehr schnell vorbei sein. Ihr marschiert jetzt auf Tokio und ihr grabt euch einfach die übrigen Victory Points und dann war's das hoffentlich bald. Gott sei Dank, endlich ist das vorbei. So, das Wichtigste natürlich zuerst. Okay, im Endeffekt, ich habe keine Ahnung, was im Mittleren Osten passiert ist. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal, was die KI da angestellt hat. Ich bin glücklich, denn ich konnte die glorreiche Volksrepublik gründen. Außerdem wird es in näherer Zukunft keine Probleme mit einer gewissen Insel geben. Ha, 3 Panzer und 1 Mann in Peking. Da ist bestimmt nie was passiert. Aber das war's dann auch schon wieder, Freunde. Ich weiß, wir haben gar nicht so viel geschafft, weil ich irgendwie wieder in einen seltsamen Weltkrieg durch die KI hineingekommen bin und alles viel länger gedauert hat, als ich das erwartet habe, aber das ist Heu 4.
Gib diesem Video aber einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, um auf gar keinen Fall mehr etwas zu verpassen. Ciao! Vielen Dank an Conflict of Nations für das Sponsern dieses Videos. Lade dir das Spiel jetzt kostenlos über meinen Link in der Videobeschreibung runter und erhalte 13.000 Gold sowie einen Monat Premium als Belohnung. Worauf wartest du?